Hallo und herzlich willkommen auf dem Fahrradkanal. Heute ist der 28.3., also der 28. März 2023. Ich bin jetzt hier auf einem P&R Parkplatz am Dünnwald, der befindet sich genau gleich hier in Fahrtrichtung. Und ja, wir haben jetzt gerade 12.30 Uhr und mein Thermometer zeigt 11,3 Grad. Ja, wie gesagt, hier ist mein Kanal, der YouTube-Fahrradkanal. Und hier zeige ich euch, zeigt dieses Thermometer 11,3 Grad. Ich hoffe, man sieht es. Genau. Und 53% Luftfeuchtigkeit. Genau. Und so, das ist die Adresse, gut merken, von meinem Fahrradkanal. Nicht vergessen, einen Daumen hoch da lassen, wenn das Video euch gefallen hat. Und wenn es noch besser gefallen hat oder besonders gut gefallen hat oder ihr noch mehr schöne Touren sehen möchtet, auch in Zukunft, dann nehmt doch bitte ein Abo auf. Ja, leider bin ich dieses Jahr noch gar nicht mal so oft gefahren. Vor einigen Wochen, da bin ich in Köln-West gefahren. Da habe ich einen ehemaligen Wall, der dort ist. Der zieht sich so im Westen um außen um Köln rum. Das war so eine gut roundabout 40 Kilometer Tour. Und dieses Mal habe ich mir vorgenommen, hier eine Ostrunde zu fahren. Die ist jetzt 60 Kilometer lang und geht auch durch viel Wald hier. Ihr wisst ja, ich bin Fan von Radstrecken, die möglichst wenig Auto befahren sind, und wenn ich denn mal Straßen fahre, dann entweder, wenn es denn Landstraßen oder Hauptstraßen sind, möglichst mit einem separaten Radweg, auch wenn er denn nur aufgepinselt ist. Okay, so what? Aber wie gesagt, mein Hauptanliegen, das werdet ihr auf dem Kanal auch finden, hier auf meinem YouTube-Kanal. Meine Radtouren sind, wie gesagt, hauptsächlich darauf ausgerichtet, dass ich eben Strecken nehme, die wirklich sehr wenig Auto befahren sind. Und wenn, dann sind es halt Nebenstraßen oder wie gesagt, möglichst mit separaten Radwegen. Gut, es kann natürlich auch mal ein Stückchen dabei sein, wo halt gar kein Radweg ist. Lässt sich halt nicht immer ganz vermeiden. Aber wie gesagt, mein Hauptanliegen eben schöne separate Radwege, Bahntrassenradwege, wenn möglich, oder ja, eben durch Wald oder ja, wie auch immer. Wie gesagt, das ist die Intention von meinem Fahrradkanal, und von daher, ja, will ich jetzt auch nicht lange viel reden, und ihr werdet ja sehen, wo es lang geht. Es geht jetzt hier auch durch viele Waldgebiete Richtung Süden, hier außenrum. Das ist jetzt eben die Ostrunde. Die Westrunde findet ihr vielleicht, wenn ich es noch rechtzeitig schaffe, das Video zu schneiden, dann auch vor diesem Video. Ich kann ja auch unten drunter einen Link machen. Und wie gesagt, während ich das hier so erzähle, werde ich dann irgendwie rechts, links, oben über mich drüber geblendet, eine Karte einblenden, und da könnt ihr dann sehen, wie die Tour verläuft. So, nun will ich auch nicht, wie gesagt, lange um den heißen Brei rumreden. Auf geht's! So, ich hoffe, das Funkmikrofon klappt. Ja, jetzt muss das Komoot-Navi noch quatschen. So, auf Tour! Jetzt geht's hier gleich geradeaus in den Dünnwald. Wie ihr sehen könnt, da hinten ist das Ortseingangsschild Dünnwald. Und da stehen dann auch die Straßenbahnen. Hier ist die Endstation der Straßenbahn. Und ja, wie gesagt, hier ist dann auch ein Schild.
wo ich geparkt habe, P&R Parkplatz. Und ja, ich hoffe, man sieht das hier, P&R Parkplatz. Und hier sind dann auch Bikeboxen. Also wer mit dem Fahrrad hier eintrudelt und mit der Bahn Richtung Köln Innenstadt weiterfahren möchte, der kann dann hier sein Bike einschließen. Was ich allerdings ein bisschen doof finde, ist hier, dass Fächer hier oben sind. Ist also wahrscheinlich nichts für E-Bikes, die so roundabout 25 und etwas mehr oder weniger Kilo wiegen. Von daher etwas sicher problematisch, die da oben rein zu hieven, wenn ich mich nicht irre. So, jetzt geht's weiter. Ja, übrigens habe ich noch mir ein kleines Gimmick am Fahrrad gebaut. Und zwar zeige ich euch das mal gerade. Muss ich mal gerade die Fernbedienung rausholen. Und zwar hier einen Blinker am Fahrrad. Ich hoffe, man sieht es jetzt. So, da ist der Blinker. Ich kann nach links blinken. Und ich kann nach rechts blinken. Ja, wollen wir mal schauen. Das werde ich also auf der Tour mal so ein bisschen ausprobieren. Und ich finde es gar nicht mal so schlecht. Gut, das ändert nichts daran, dass man dennoch seinen Arm raushalten muss. Aber ich finde, das ist schon mal eine kleine Erleichterung beim Radfahren. Und wir schauen mal, wie sich das so bewährt. So, jetzt geht's aber weiter. Erstmal on Tour. Erste schöne Grün hier. Das ist ja schön. Hallo, jetzt auch noch mal hier vom Schneidetisch aus und herzlich willkommen. Ja, ich bin jetzt hier schon fleißig unterwegs durch den Dünnwald, nehme ich mal an, so wird das wohl ja auch heißen. Das ist ein Ortsteil hier von Köln, Dünnwald nennt sich das, Köln-Dünnwald. Das ist so im Norden, Nordosten von Köln. Und gestartet bin ich da genau quasi an der Grenze zwischen Köln-Dünnwald und Leverkusen-Schlebusch. Bin jetzt hier schon ein bisschen unterwegs, ganz gut hier durch den Wald. Ist ein schönes, großes Waldgebiet. Und gleich entdecke ich auch was ganz Schönes. Buschwindröschen. Hallo, Leute. Das ist ja schön. Toll. Die ersten. Oh. Echt schön. Schaut mal. Toll. Ganzer Wald voll hier im Unterholz. Sieht das nicht toll aus? Ganz, ganz toll. Ja, so muss das sein. So, aber, wie heißt es so schön, unser Wahlspruch lautet, weiter geht's. Jetzt wieder hier vom PC-Schneidetisch aus. Übrigens, wer wissen möchte, wo diese schönen Buschwindröschen zu finden sind, der möge dann bitte den Komoot-Link, der unter dem Video unten drunter eingefügt ist von mir. Da sind nämlich auch dann in der
Tour, die ich freigeschaltet habe auf Komoot, da könnt ihr dann das jeweilige Foto dazu finden und da seht ihr dann auch den Standort. Weil das ist ja das Praktische in Komoot, wenn man sich die gemachte Tour dort anschauen kann, dann sieht man da auch die Bilder, die ich da verortet habe. Genauso wie hier dieses Bild von diesem recht idyllisch, wie ich finde, Örtchen. Ja, das ist ja dann auch hier recht idyllisch. Und weiter geht's hier durch den Thielenbruch. Und jetzt schwenke ich hier auch schon mal langsam in Richtung Delbrücker Straße. Hier sind wir schon. Und jetzt biege ich auch schon wieder ab in den Thielenbruch und Turnerwald, so heißt das. Und schon bin ich auch wieder raus aus diesem Wald und habe dann hier schon mal wieder ein bisschen Ortschaft. Das könnte Dukterath sein. Ein bisschen Landstraße. Mühlheimer Straße könnte das gewesen sein. Und ich biege dann schon mal wieder ab in den Wald. Ja, wie gesagt, es sind immer mal so kurze Stücke dazwischen mit Ortschaften, die man so queren muss. Und ja, das hier könnte jetzt Gierath sein. Und ihr seht, das hält sich alles noch so ein bisschen in Grenzen. Man ist auch direkt wieder relativ schnell im Wald. Genau, hier ist dann eine Stelle, wo ich mal vermute, hier gab es mal eine Brücke. Eine Holzbrücke, weil ich ja so viele von denen jetzt hier schon gesehen habe. Und ja, wahrscheinlich ist sie abgerissen worden oder wie auch immer. Ja, hier der Gierather Wald. Da geht es dann durch und schon quere ich hier wieder so einen Zipfel von irgendeinem Ortsteil. Schlagt mich jetzt tot, wo das jetzt wieder ist hier. Also wie gesagt, die quere ich immer mal. Lässt sich leider nicht so ganz vermeiden. All dieweil, weil das eben halt anscheinend dieses große zusammenhängende Waldgebiet durch Ausdehnungen der Siedlungen immer weiter abgeholzt worden ist und natürlich dann entsprechend Bauland draus gemacht worden ist. Nehme ich doch mal ganz schwer an. Ja, hier war jetzt auch ein bisschen Landstraße. Ich nehme an, das war die Golfplatzstraße und jetzt biege ich hier rechts ab Richtung Bensberger See. Den seht ihr jetzt hier vor mir. Ich habe jetzt so einen kleinen Schlenker gemacht, mal eben hier zu dem See hin, um den mal zu sehen, mir mal anzuschauen, mal kurz einen Blick in Richtung See zu werfen. Sieht recht idyllisch aus, bestimmt ganz schön. Ich musste aber einen etwas anderen Weg einschlagen und von daher, ja, ihr seht, das geht jetzt hier so ein bisschen, ist jetzt nicht wirklich irgendwie so als Radweg, wie ich finde, ausgewiesen, aber trotzdem sehr schön, sehr idyllisch, wie ich finde. Vielleicht so ein bisschen ein Hauch was von MTB-Strecke hier. Aber man muss hier aufpassen, hier sind, ich nehme an, das ist so ein besserer Wanderweg, aber manchmal habe ich doch etwas gerätselt, wo ich jetzt eigentlich lang muss. Ja, hier vor mir jetzt unten auf dem Boden so ein Steinpin, so ein Quader. Also man muss schon ganz schön aufpassen. Und ich war froh, dass ich eben wirklich hier auch mein Komoot dabei hatte. Und ich konnte da auf dem Handy sehen, wo ich da lang muss. Also wirklich gut. Ja, hier nochmal so eine schöne Stelle.
wieder mal ein so ein Bächlein, was wahrscheinlich irgendwie aus dem höheren Umland kommt. Und ja, es hat ja viel geregnet in der letzten Zeit, im März hier und Februar. Deswegen habe ich ja auch noch gar nicht so viele Touren gemacht. Ja, hier nochmal eine Unterstandshütte, eine Schutzhütte. Ganz prima. Ja, jetzt stoße ich hier auf die Straßenbahnlinie, die nach Bensberg führt. Das ist die Straßenbahnlinie 1. Die quere ich jetzt hier mal. Und der Blick gerade hier zur Haltestelle, Straßenbahn, Haltestellenlinien, in die Richtung vielmehr, da liegt die Straßenbahnhaltestelle. Wie sie jetzt heißt, zeigt mir Google. Ah, hier, Kippekausen. Komischer Name, Kippekausen. Gut, jetzt geht es hier ein bisschen durch die, nennt sich Schlangenhöfchen hier, die Ortschaft oder Ortsteil. Ein bisschen quer durch. Aber wie gesagt, sind immer nur so kurze Stückchen, die sich hier, die ich mir auch so ausgesucht habe. Ihr seht ja, so ruhige Wege, wenn möglich eben, ja, das hier ist ja auch eigentlich keine wirkliche Straße. Ihr seht ja, hier sind ja auch Absperrungen für den Straßenverkehr, für Pkw-Verkehr verboten durchzufahren. Und eigentlich, ihr seht ja, das sind alles Nebenstraßen oder eben entsprechend Wohngebietsstraßen. Ja, hier ist dann allerdings eine blöde Kante. Hier geht es dann wieder ab in den Wald, aber eben leider eine hohe Bordsteinkante. Ja, jetzt hier ein kleiner See und das ist eine Bildungsstätte hier, nennt sich Bundesanstalt für Straßenwesen, und hier ist ein Waldkindergarten. Alles zu finden hier direkt nördlich von der A4, und die werde ich dann auch jetzt gleich hier vor mir voraus unterqueren. Und dann sind wir auch schon im nördlichsten Teil vom Königsforst. Genau, da geht es jetzt hier unter der A4 her. Und dann geht es hier erstmal durch den Königsforst. Ja, das war jetzt gerade auch nicht so eine ganz angenehme Begegnung. Eigentlich habe ich bislang immer mit den Hunden wenig Probleme gehabt. Das war jetzt so die erste Sache, wo ich jetzt mal so ein bisschen, wo ich dachte, die beißen mir auch gleich mal ins Bein. So, hier, das lasse ich jetzt mal ein bisschen schneller laufen und kommentiere das jetzt nicht so ausgiebig. Hier geht es jetzt schnurstracks von Norden nach Süden durch den Königsforst. Genießt einfach mal die Bilder. Jetzt sehen wir voraus hier die Rösrather Straße. Die muss ich jetzt überqueren, um dann in die Warner Heide zu gelangen. Dazu muss ich aber auch hier diese Eisenbahnlinie erstmal überqueren. Und hier jetzt auch die A3. Die A3 durchschneidet hier so ein bisschen
Ja, das ist ganz schön laut, wie ihr hört. So hört sich das eben halt auch in echt an. So, jetzt sind wir hier in der Warner Heide. Und die durchquere ich jetzt hier ein Stückchen. Quasi so von Norden nach Süden. Und ihr seht, das ist landschaftlich wirklich sehr schön. Also, wie gesagt, diese östliche Tour, diese östliche Route, die ich hier so aus Baldowert habe, die ist wirklich, hat mir im Nachhinein wirklich sehr gut gefallen. Ist halt schade, dass dieser zusammenhängende Grüngürtel durch die Ausweitung der Siedlungen immer weiter eingeschränkt wurde. Und man muss halt leider immer mal durch so gewisse Örtchen und Ortschaften radeln. Ja, jetzt kommen wir hier zu einem Landgut, ein Gutshof, nehme ich mal an, einen ehemaligen. Und den schauen wir uns jetzt hier mal an. Hier gibt es dann auch ein Café, nennt sich Gut Leidenhausen, und auch ein entsprechendes Umweltzentrum. Ja, sieht ja heute noch ein bisschen zu aus, aber ich bin da halt mal ein bisschen hier in dem Innenhof, den ich sehr toll finde, mal abgesehen jetzt von den Baustellen. Ja, das soll jetzt der erste Teil erstmal gewesen sein. Und ich hoffe mal, ihr habt Lust und Spaß und seid schon gespannt auf den zweiten Teil, der dann im Nachgang von diesem ersten Teil kommen wird. Ja, und mit diesen schönen Gutshofbildern und voraus hier Rotwild in diesem Gehege hier, was man hier in dem Zaun sieht, möchte ich mich erstmal kurz verabschieden. Also, bis zum zweiten Teil und tschüss!